Am 13. April 2019 startet der Kampf um 40 Millionen US-Dollar Preisgeld, denn die Fortnite-Weltmeisterschaften stehen uns bevor und darunter den Gamefights zu folgen auch kostenlose Fortnite-Kleider. Was es damit auf sich hat und welche Informationen es zu diesem Thema bereits gibt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Moin Freunde, heute sprechen wir über alle kostenlose Fortnite-Hängekleider. Also sprich, wie ihr die Hängekleider in Bronze, Silber, Gold und auch in Diamant kostenlos bekommen könnt. Bevor wir aber zum Thema kommen, lasst mir jetzt mal ein kostenloses Abo da und unterstützt mich mit meinem Creator-Code der Fruchtzwerg. Und der Monat ist nun auch schon wieder fast vorbei, das heißt, in den kommenden Videos wird es wieder paar Gewinnspiele für euch geben, also bleibt auf jeden Fall aktiv. Schreibt mir mal an der Stelle Hashtag aktiv in die Kommentare rein, damit ich einfach sehe, wer von euch aktiv ist, und ab nächster Woche Montag wird es wieder regelmäßige Videos geben. Also, wie gesagt, aktiv bleiben, aber jetzt haben wir genug geschnackt und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Thema. Und zwar wurden in den vergangenen Tagen bzw. Wochen neue Hängekleider gefunden. Und zwar gibt es da einmal einen aus Bronze, dann aus Silber und einen aus Gold. Das sollten, denke ich, die meisten von euch bereits wissen. Jetzt wurde aber in den Gamefights noch ein Diamant-Hängekleider gefunden. Und da fragen sich jetzt viele Fortnite-Spieler, was natürlich verständlich ist, wie kann ich denn jetzt da alle Fortnite-Hängekleider kostenlos bekommen? Dazu werde ich euch jetzt erstmal dieses Bild einblenden, was die meisten von euch, denke ich, auch schon bereits kennen sollten. Hier kann man nochmal ganz gut sehen, ab wie viele Wins man dann den jeweiligen Hängekleider bekommt. Also ab 25 Wins bekommen wir den aus Bronze, ab 50 Wins den aus Silber und ab 100 Wins den goldenen. Ganz links sehen wir da auch nochmal den Hängekleider, den wir in der Season 8 bekommen, wenn wir halt eben ein Spiel gewonnen haben. Alle anderen gibt es ja noch nicht im Spiel, aber halt eben, wie gesagt, in den Gamefights. Und das deutet natürlich dann auch darauf hin, dass wir die jetzt noch im Verlaufe der Season 8 dann bekommen können. Jetzt hatte ich ja bereits schon am Anfang des Videos gesagt, dass am 13. April 2019 dann die Fortnite-Weltmeisterschaften beginnen werden. Und wie das natürlich bei einer Weltmeisterschaft so ist, wird es dann natürlich auch ein fettes Finale geben. Es wird Halbfinale geben. Es wird noch Qualifikationen dazu geben, wo man sich dann halt erstmal in einem Online-Modus qualifizieren muss zum Online-Open, Halbfinale und so weiter und so fort. Ich werde euch dazu einfach mal einen Link in die Videobeschreibung reinpacken. Dann könnt ihr euch das genauer nochmal durchlesen. Was aber nicht vergessen werden darf, die Teilnahme ist ab 13 Jahren möglich. Seid ihr also jünger, so könnt ihr dann nicht daran teilnehmen. Seid ihr 13 oder älter, wünsche ich euch dann in der Hinsicht ganz viel Erfolg. Warum erzähle ich euch das jetzt aber? Ich meine, es ist ja ganz spannend und ist gut zu wissen, aber was hat das jetzt mit unserem Thema hier zu tun? Ganz einfach, denn wenn ihr bei den Fortnite-Weltmeisterschaften mitmacht, dann könnt ihr bei einer gewissen Platzierung oder bei gewissen Kills oder bei einer gewissen Anzahl von Siegen halt eben diese Hängekleider kostenlos bekommen. Davon geht man derzeit auf jeden Fall sehr stark aus und wir hatten jetzt vorhin ja auch schon das Bild gesehen, wo wir dann die Anzahl der Siege gesehen haben. Also bei 100 Siegen zum Beispiel gab es dann den goldenen Hängekleider. Und wie ich jetzt hier auf der Seite nachgelesen habe, wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall vorbei, könnt ihr es nochmal genauer nachlesen. Ich werde euch jetzt hier aber vom Abschnitt auch nochmal ein Bild einblenden. Auf jeden Fall steht jetzt hier, dass es ein Online-Modus geben wird, den wir dann halt eben durchgängig spielen können. Und angenommen, wir schaffen dann dort die 100 Wins, dann könnte es sehr gut möglich sein, dass wir dann den goldenen Hängekleider bekommen. Das ist natürlich jetzt so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit besteht dann darin, dass wir eine
gewisse Platzierung insgesamt innerhalb der Fortnite-Weltmeisterschaften erreichen müssten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Online-Open-Halbfinale erreichen würden, da sind es dann nur noch 3000 Spieler jeder Serverregion, dann bekommen wir halt eben den goldenen Hängegleiter. Und wenn wir dann zum Beispiel das Online-Open-Finale erreichen würden, dann bekommen wir halt eben den Diamant-Hängegleiter. Das sind jetzt so meine zwei Möglichkeiten, die ich so am wahrscheinlichsten sehe, dass die dann auch so umgesetzt werden. Was man jetzt aber sehr gut heraushören konnte, ist, dass man dann halt eben alle Fortnite-Hängegleiter bei den Fortnite-Weltmeisterschaften dann ganz einfach kostenlos bekommen kann. Insofern ihr natürlich dann auch daran teilnehmen könnt, aber wie genau die Teilnahme da dann auch kontrolliert wird, das kann ich euch dann nicht verraten. Schließlich, ja, wird dann ja wohl irgendwie jeder auf diesen Online-Modus zugreifen können. Also da bin ich irgendwie sehr skeptisch, weil wie soll man das am Anfang gerade dann herausfinden? Ich denke mal, spätestens im Halbfinale oder erst im Finale wird man dann merken, dass man dann doch vielleicht erst 8 ist oder so und dann ja nicht teilnehmen kann. Aber wenn man es bis so weit geschafft hat, dann ist es sowieso zu spät. Also ich denke mal, jeder wird da die Chance und die Möglichkeit haben, diese Hängegleiter kostenlos zu bekommen. Und für die Leute, die skeptisch gegenüber mir sind und meinen, das würde doch gar nicht stimmen, dass da jetzt neue Hängegleiter hereinkommen, ja, ich werde euch jetzt hier einfach mal einen Ausschnitt zeigen, wo man dann halt eben auch schon sehen kann, dass es den goldenen Hängegleiter bereits schon im Spiel gab und der von Epic Games offiziell getestet wurde. We are in for the long haul and these were our solos winners from yesterday, or our solo winner. Win yesterday has been with the 63 HP on no. Genau, so viel auf jeden Fall jetzt hier zum Ausschnitt. Und ich denke auch einfach mal nicht, dass Epic Games da jetzt etwas umsonst getestet hat, sondern es wird schon einen Grund gehabt haben, warum sie das jetzt halt eben getestet haben, warum sie den Hängegleiter da hinzugefügt haben. Sobald es dazu auf jeden Fall weitere Informationen gibt, werde ich euch natürlich hier auf diesem Kanal dann direkt auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, ab nächster Woche Montag wird es dann wieder regelmäßige Videos geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.